Olli, kannst du dich mal da drauf setzen? Ja, klar. Danke. So, das war's endgültig. Ja. Ich bin startklar. Ja. Bis auf eine Kleinigkeit. Was denn? Was? Ich hab Reisepässe, Visa, Travel Checks, Notapotheke, Unterwäsche, Socken, Schlechtwetterklamotten, Arbeitsklamotten, MP3-Player, Bücher, Sonnencreme, Zahnpasta, Zahnbürste. Andi! Hey. Ja. Ja, wo bleibt er denn? Er muss doch noch seine Sachen packen. Er müsste schon erst hier sein. Entspann dich. Den Flug verpasst er garantiert nicht, das schwöre ich dir. Mhm. Aua, psst. Weg jetzt. Hier, probier jetzt mal lieber. Also, du bist hier immer am Rumsissin. Los jetzt. Hier am Rumsissin. Also. So. Scharf genug? Boah, ist das Magen wegätzen. Direkt am Flughafen treffen. Ludwig von Lahnstein. Helena, Liebes, was gibt es? Seid ihr schon am Flughafen? Papa, Andi ist weg. Was heißt, er ist weg? Naja, dass er weg ist. Wir wollten vor über einer Stunde los, aber er kommt einfach nicht. Wo wollte er denn hin? Vielleicht ist sein Akku alle oder... Er steckt in einem Funkloch. Jetzt macht ihr keine Sorgen. Ihr werdet euren Flug schon nicht verpassen. Es geht mir doch nicht um den Flug. Ich mache mir Sorgen um Andi. Helena, es gibt bestimmt eine ganz harmlose Erklärung. Wahrscheinlich steckt er irgendwo im Stau. Mit dem Motorrad? Also im schlimmsten Falle fliegt ihr eben später. Falls Andi dann noch fliegen kann, nachdem du mit ihm fertig bist. Und das ist ehrlich gesagt die größte Gefahr, die ich heute für ihn sehe. Ja, hoffentlich hast du recht. Du, ich muss Schluss machen, falls Andi anruft, ja? Okay, mach's gut, Liebes. Das passt nicht so, Andi. Irgendetwas muss passiert sein. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn du dich jetzt verrückt machst. Gleich kommt er hier rein, mit einem fetten Strauß Blumen und seinem Dackel. Mhm. Und total ölverschmiert, weil irgendwas mit seiner blöden Maschine kaputt gegangen ist. Das ist wirklich lieb von euch, dass ihr mich beruhigen wollt, aber klappt nicht. Jetzt mal ehrlich, Helena, wenn irgendwas passiert wäre, man hätte dich doch schon längst angerufen. Na also. Papa, ich hab doch gesagt, ich melde mich, wenn ich irgendwas von Andi höre. Helena, Andi ist hier. Er hatte einen Unfall. Was? Was? Er hatte einen Unfall. Oh mein Gott, ist das Andi? Was ist passiert? Im Keller sind Deckenbalken eingebrochen und er ist unter Geröll begraben worden. Was ist mit ihm? Und keine Angst, er lebt. Aber wir wissen nichts Genaues. Er ist bewusstlos und wird gerade ins Krankenhaus gebracht. In welches? In St. Vincent. Ich schicke dir Kurt mit dem Wagen. Nein, das dauert viel zu lange. Konzi und Olli können mich fahren. Wir müssen in St. Vincent. Aber warum? Was ist denn jetzt genau passiert? Jetzt! Aber das wissen Sie erst nach dem CT. Sein Kopf? Was ist mit seinem Kopf? Das können Sie erst sagen, wenn Sie das CT gemacht haben. Jungs, ich geh dir doch mal einen Tee holen, ja? Ja, machen wir. Thank you.
verlaufen. Das darf ich leider nicht sagen. Ich kann uns doch nicht einfach hier stehen lassen. Ich muss zu Andi. Ich will wissen, wie es ihm geht. Andi braucht jetzt viel Ruhe. Sie lassen dich bestimmt bald zu ihm. Was willst du hier? Helena, Tristan hat Andi gefunden und Hilfe geholt. Du warst bei ihm? Er hat Andi das Leben gerettet. Warum sollte er? Er hasst ihn. Helena. Ich weiß genau, was passiert ist. Du wolltest um jeden Preis verhindern, dass wir zusammen weggehen. Und dann hast du die Gelegenheit gehabt und warst mit Andi allein im Keller. Nein. Doch, du warst es. Du hast ihn umgebracht, du Mörder.